Wenn es um schwarze Löcher geht, dann stellen die ersten Milliarden Jahre nach dem Urknall für die Astronomie immer noch ein großes Rätsel dar. Die frühesten bekannten schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien besaßen nämlich bereits damals überraschend große Massen. Aber wie konnten sie so schnell so massereich werden? Jetzt verschärfen neue Beobachtungen mit dem James-Webb-Teleskop das Problem sogar noch weiter. Aber erstmal eins nach dem anderen. Lange Zeit gingen Astronominnen und Astronomen davon aus, dass supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien genauso gewachsen sind wie die Galaxien selbst. Nämlich indem sie sich allmählich Masse einverleibt haben. Aber das Gas, also die Nahrung, fällt eher langsam auf das schwarze Loch. So ein superschweres schwarzes Loch wächst so gerade mal mit einer Sonnenmasse pro Jahr. Es geht scheinbar nicht beliebig schnell. Der Grund? Die einfallende Materie bildet eine heiße und damit sehr helle Akkretionsscheibe, die wiederum von einem Torus aus Gas und Staub weiter außen gespeist wird. Bei supermassereichen schwarzen Löchern entsteht auf diese Weise ein aktiver galaktischer Kern. Die Strahlung aus dem Zentrum drückt nach außen und wirkt einer beliebig schnellen Nahrungsaufnahme entgegen. Das Wachstum von schwarzen Löchern reguliert sich also quasi selbst. Deshalb waren die Forschenden auch so überrascht, als sie in den letzten 20 Jahren einzelne sehr junge Quasare im frühen Universum entdeckten, deren zentrale schwarze Löcher bereits bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen wogen. Jetzt gab es deswegen neue Untersuchungen eines schwarzen Lochs mit dem James-Webb-Teleskop. Und die zeigten, Achtung, Trommelwirbel bitte, erstaunlich normale Ergebnisse. Der Nahrungsvorrat, der das schwarze Loch umgibt, unterscheidet sich kaum von denen weiterentwickelter Quasare im heutigen Universum. Dr. Sarah Boßmann, Postdoktorandin am Max-Planck-Institut für Astronomie, sagt: Mit unseren Beobachtungen wird das Rätsel noch ein bisschen rätselhafter. Frühe Quasare waren überraschend normal. Unabhängig davon, bei welchen Wellenlängen wir sie beobachten, sind Quasare offenbar in allen Epochen des Universums nahezu identisch. Es sieht so aus, als wären nicht nur die supermassereichen schwarzen Löcher selbst, sondern auch ihre Fütterungsmechanismen bereits völlig ausgereift gewesen, als das Universum gerade mal 5% so alt war wie heute. Auch wenn die Messungen also nicht mit dem vorhandenen Wissen erklärt werden können und zunächst noch größere Fragen aufwerfen, macht sie das nur umso wertvoller auf dem Weg zu wirklich neuen Erkenntnissen. Wenn ihr jetzt noch mehr darüber erfahren wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen längeren und ausführlichen Artikel zu diesen Ergebnissen verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt wie immer neugierig. Euer Cedric.